Tag, Kinders, da bin ich wieder, euer schulischer Löwe. Ja, Leute, ihr habt es euch gewünscht, ich habe euch bei Twitter gefragt unter den Hashtag Laientrede mal über, habe ich euch gefragt, worüber soll ich denn mal in meinem nächsten Video reden? Und viele von euch wollten, dass ich mal über meine Schulzeit rede. Und das machen wir heute auch. Ich habe euch gesagt, ihr sollt mir ein paar Fragen stellen, die euch über meine Schulzeit interessieren. Und die werden heute von dem lieben Löwen sehr nett beantwortet. Viele haben auch geschrieben, dass sie gerne mal ein Video über Liebeskummer haben würden. Beziehungsweise wie man mit Liebeskummer umgeht, was man gegen Liebeskummer macht. Wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, dann lasst diesem Video doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und dann schauen wir mal, wie hoch die Resonanz ist. Und dann mache ich vielleicht auch mal ein Video über Liebeskummer. Wenn ihr das wollt, dafür einfach einen Daumen oben da lassen. Und ich sage, wir starten direkt mal mit dem Video. Susanne Pi fragt, was hattest du so für Noten in der Schule? Also ich muss sagen, in der Grundschule war ich mittelmäßig bis gut. Ich hatte in Lesen immer eine 2. In Musik hatte ich, glaube ich, immer eine 2. Und der Rest waren auch so 2er und 3er. Dann die 5., 6. und 7. Klasse war ich sehr gut. Also ich kann mich noch an ein Zeugnis in der 6. Klasse erinnern. Da hatte ich durchgehend nur 2 auf meinem Zeugnis. Also ich glaube 8 oder 9 2 und der Rest waren 3 oder 1. Ich war in der 6. und 7. sehr motiviert, was die Schule anging und hatte auch richtig Bock und mir hat die Schule da auch Spaß gemacht. Nur mit der 8. Klasse, wo ich dann anfing, eher noch das Kind zu sein und die anderen schon erwachsener wurden, war die Schule schon was anstrengender für mich, beziehungsweise habe ich nicht mehr so ein großes Augenmerk auf die Schule gelegt, weil ich von der Schule sehr deprimiert war und traurig war. Und da können wir auch dann direkt zur nächsten Frage kommen. Wurdest du in der Schule gemobbt? Was heißt gemobbt? Also ihr müsst euch vorstellen, von der 5. bis zur 7. Klasse war alles ganz okay. Klar hat man immer Witze über mich gemacht, weil ich der Kleinste in der Klasse war. Aber ich habe mich eigentlich so mit jedem gut verstanden. Aber so ab der 8., 9. Klasse, ihr müsst euch vorstellen, ab der 9. Klasse wurden die Klassen wieder aufgeteilt in den Wahlpflichtfächern, die man hatte. Man hatte ab der 8. oder 7. Klasse hatte man ein Wahlpflichtfach. Das waren Naturwissenschaften, Arbeitslehre und Französisch. Und ab der 9. Klasse wurden die Klassen dann so zusammengemischt, dass die Naturwissenschaftler zusammen eine Klasse hatten, die Französisch gewählt hatten in der 7. und die in der 7. Arbeitslehre gewählt haben zusammen. Und ich war in der Naturwissenschaftsklasse und da waren halt viele Leute, die mich nicht leiden konnten, beziehungsweise mich immer ausgelacht haben, weil ich der Kleinste war, weil ich noch ein bisschen verspielt war und weil ich halt ein bisschen immer rumgeblödelt habe. Ja, und ab der 9. Klasse fing es dann auch an, dass ich massiver gemobbt wurde. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der 9. Klasse bin ich Anfang des Schuljahres in die Klasse gegangen und es wollte einfach keiner neben mir sitzen. Ich habe mich dann neben einen gesetzt und dachte, ich kann da jetzt sitzen bleiben, aber dann kam ein anderer rein, hat mich vom Stuhl runtergeschmissen und hat gesagt, da sitze ich, du darfst da nicht sitzen und es war einfach kein Sitzplatz in der Klasse mehr frei für mich und mit Mühe und Not hat der Lehrer es dann hinbekommen, für mich einen Sitzplatz irgendwo zu organisieren. Obwohl der Nachbar, neben dem ich dann saß, auch nicht sehr angetan war von mir. Und ich wurde halt im Laufe des Jahres halt immer rumgereicht neben irgendwelche Sitzplätze. Also sie haben mich sozusagen zugeworfen von wegen, hier, setz du dich neben Timo, ich habe keinen Bock auf den, setz du dich neben Timo, nee, nimm du den Scheiße, nimm du den Pisser, bla bla bla. Und in der 9. Klasse war es dann halt wirklich ziemlich massiv. Ich wurde nur noch fertig gemacht, ausgelacht. Die Leute haben mich mit den Stiften einfach so ins Gesicht gemalt die ganze Zeit. Also ich saß vorne und irgendwie, wenn der Lehrer sich mal umgedreht hat, ist einer vorbeigekommen und hat mit 3 oder 4 Stiften mein Gesicht komplett angemalt. So. Ich meine, im ersten Moment ist es nichts Schlimmes, ja, aber es ist scheiße, so, wenn dann die ganze Klasse über dich lacht und sobald der Lehrer sich umdreht, der wieder mit seinem Kugelschreiber oder Stift kommt und dir ins Gesicht malt. Und das hat mich halt auch ziemlich verletzt und dass halt keiner neben mir sitzen wollte, eigentlich keiner aus der Klasse was mit mir zu tun haben wollte. Die Mädchen haben mich auch größtenteils ausgelacht so und dachten so, oh, der kleine Pisser schon wieder. Und ja, die 9. Klasse war schlimm. Ab der 10. ging es dann irgendwie wieder. Ich glaube, weil die Schüler dann auch langsam ein bisschen erwachsener geworden sind und gemerkt haben, dass es doch eigentlich scheiße ist, was die machen. Ich denke mal, die haben mich auch gar nicht bewusst gemobbt. Für die war es wahrscheinlich einfach nur ein Spaß, mich zu ärgern und mich zu schubsen und zu treten. Und ich meine, ich wurde nie ins Gesicht geschlagen. Ich wurde halt beleidigt, wurde ich ausgelacht meistens. Und es wurde halt jeder Scheiß mit mir gemacht. Ich wurde mit hier so Kügelchen beworfen, so von der ganzen Klasse. Und es ist halt nicht schön, wenn du irgendwie der Einzige in der Klasse bist, mit dem sowas gemacht wird und du es selber auch gar nicht mehr als Spaß siehst. Das war für die vielleicht Spaß in dem Moment. Aber für mich war es kein Spaß. Ich hatte Angst, morgens früh in die Schule zu gehen.
Ich hatte Angst, dass, wo ich jetzt wieder sitzen muss, weil ja sowieso keiner neben mir sitzen will und ich wieder einen neuen Sitzplatz suche. So, vielleicht werden meine alten Schulkameraden das gar nicht so sehen wie ich. Vielleicht denken die, ach, der Timo übertreibt oder das ist mir gar nicht so vorgekommen, dass ich den Timo scheiße behandelt habe. Aber es war wirklich so. Die Leute haben mich wirklich scheiße behandelt. Den Leuten war ich scheißegal. Die haben mit mir gemacht, was sie wollen. Die haben mich ausgelacht, die haben mich rumgeschubst, haben mich in den Schwitzkasten genommen und so, ohne dass es irgendwie lustig war für mich. Also man kann sowas ja auch aus Spaß machen, jemanden in den Schwitzkasten nehmen. Aber es war ja, ich war ja mit diesen Leuten nicht befreundet, die haben es einfach nur gemacht, damit alle über mich lachen. Und das hat mich halt wirklich ziemlich fertig gemacht zu meiner Schulzeit. Deswegen bin ich auch dann irgendwann mal in der Schule abgekackt, also was heißt abgekackt, ich war halt nicht mehr so gut, wie ich vorher war. Ich war sonst immer im oberen Drittel, also ich war wirklich ein sehr guter Schüler und ab der 9. Klasse ist es dann so in den mittleren bis letzten Bereich gegangen, dass ich wirklich schlechte Noten geschrieben habe, mich nicht mehr auf die Schule konzentrieren konnte, Angst hatte, in die Schule zu gehen. Und deswegen muss ich sagen, dass die 9. und die 10. Klasse wirklich sehr schlimm für mich waren und ich wirklich da gemobbt wurde, auch massiv und es mich wirklich fertig gemacht hat. Vielleicht habe ich es nicht nach außen gezeigt, aber ich war immer kurz davor zu weinen und da konnte es immer zurückhalten, indem ich mir selbst gesagt habe, bleib jetzt stark. Aber es ging mir wirklich scheiße zu der Zeit. Und ja, eigentlich habe ich angefangen, dieses Video lustig zu gestalten, aber jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr anfangt, über etwas zu reden, was euch in eurer Vergangenheit fertig gemacht hat, dann werdet ihr selber ein bisschen sentimental und kommt ein bisschen runter, weil es einfach so Erinnerungen in dir wieder weckt, die scheiße waren so. Ich habe jetzt natürlich gelernt, mit diesen alten Sachen umzugehen und ich weiß, dass Schüler einfach so sind und sich immer einen raussuchen, den sie fertig machen. Vielleicht nicht in jeder Klasse, aber in der meisten Klassen ist es so. Aber es war wirklich nicht schön für mich, also nee, wenn ich zurückdenke, ist es scheiße, aber ich hab halt, vielleicht hat es mich im Endeffekt auch stärker gemacht, so, dass mich zum Beispiel Hater-Kommentare oder Leute, die mich runtermachen, dass es mich überhaupt gar nicht so fertig macht, weil ich diesen Druck und diese Angst vor etwas schon kenne. So, dass halt jeden Tag die Angst da ist, was machen die heute wieder mit mir, wie werde ich heute wieder beleidigt, bla 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 und so. Dabei wollte ich einfach nur, ich wollte im Endeffekt vielleicht nur dazugehören, aber vielleicht... Ich kann ja nicht nur die Schuld bei denen suchen, vielleicht war die Schuld ja auch bei mir, vielleicht war ich wirklich zu aufgedreht, bin ihnen zu sehr auf den Sack gegangen, war noch zu verspielt. Ich meine, das waren alles schon Leute, die Freundinnen hatten, die wahrscheinlich schon Sex hatten, die wahrscheinlich schon, was weiß ich, und ich war immer noch in der 9. Klasse auf meinem Yu-Gi-Oh! Dragon Ball Digimon Film, weil, wisst ihr, also mich haben da diese Teenie-Sachen noch nicht wirklich interessiert und vielleicht hat es einfach nicht in ihr Bild gepasst und deswegen haben sie mich genommen, um... Weiß nicht, also vielleicht haben sie mich einfach nur als Affen, als Vollidioten, als verspielten kleinen Spasti gesehen. Vielleicht war ich das auch, aber vielleicht, ich finde, es ist trotzdem nicht ein Grund, nur weil einer noch ein bisschen kindischer ist als die anderen, ihn deswegen so leiden zu lassen. Also, keine Ahnung. Habe ich jetzt ziemlich ausgeschlachtet, das Thema ist für mich aber auch vielleicht mal gut, weil drüber reden macht die Sache immer besser oder man... redet sich was von der Seele und vielleicht könnt ihr euch damit auch identifizieren und seht es genauso. Ich kann euch nur sagen, dass ich daraus gelernt habe, stark zu sein, mich von nichts ärgern zu lassen und ich kenne diese Sachen im Vorfeld schon. Das heißt, es kann mich nichts mehr wirklich angreifen, weil ich halt ziemlich abgehärtet bin, schon seit der 9. Klasse und in der 8. fing es ja auch schon ein bisschen an und halt die 10. wurde es wieder ein bisschen stiller, aber ich kann euch halt nur auf den Weg geben. Menschen werden immer so sein. Wir sind halt nicht perfekt, wir Menschen. Und das müssen wir irgendwann mal einsehen. Und ich hoffe, ich konnte euch da vielleicht mal ein bisschen mithelfen. Und ich glaube, ich schneide dieses Video auch gar nicht. Ich lasse das jetzt einfach so. Und will jetzt auch vielleicht gar nicht mehr so über die Schulzeit reden, weil ich glaube, ich habe jetzt schon zu viel dieses Thema. Und vielleicht ist es auch das Wichtigste. Wenn ihr wollt, dass ich vielleicht nochmal ausführlicher über meine Schulzeit rede oder über andere Sachen auch, die in meiner Schulzeit passiert sind, können wir das ja auch gerne machen. Wir können ja auch mal über die positiven Sachen in meiner Schulzeit reden. Dann lasst dem Video einfach einen Daumen oben da und dann drehe ich nochmal ein zweites Video über meine Schulzeit, wo ich auch mal über die positiven Dinge eingehe, die ich in der Schule erlebt habe. Lasst dem Video dafür einfach einen Daumen oben da. Und lasst dem Video auch einen Daumen nach oben da, immer diese Daumenfrage. Aber Leute, ich muss das fragen. Wenn ich euch nach einem Daumen nach oben frage, dann ist es nicht, weil ich nach Likes kammeln will, dann ist es, weil ich sehe, ob euch diese Sachen interessieren. Wenn ich sehe, dass viele Daumen nach oben gehen, dann weiß ich selber, ja, die Leute haben Bock darauf. Und deswegen frage ich immer, gibt man Daumen hoch, weil ich mir dadurch die Resonanz gucken halt kann, ob die Leute überhaupt Bock auf dieses Thema haben. Also gebt auch einen Daumen hoch, wenn ihr natürlich
Bock habt auf ein Video über Liebeskummer. So, rechts von mir kommt ihr jetzt zu meinem letzten Frage- und Antwort-Video. Das kam vor einer Woche letzten Dienstag raus, also vor 8 Tagen. Da habe ich viele eurer Fragen beantwortet, viele lustige Fragen. Ist echt sehr lustig geworden, also das ist mal wieder ein richtig lustiges Video im Vergleich zu dem, was jetzt kam. Und links von mir kommt ihr zum letzten Vlog. Da bin ich mit der ganzen Gang zusammen in Köln unterwegs. Und wir drehen für die Flying Pandas ein richtig krasses Slow-Motion-Video. Und ich war hinter der Kamera dabei und habe euch natürlich mitgenommen, wie wir essen waren, wie wir dies, wie wir das. Alle Jewel, Iblali, alle sind dabei. Schaut einfach mal rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es mal ein bisschen deprimierender war. Ich bin euer Löwe und ich sag mal Tschüss.